Zumindest würde ich mir das wünschen. Mal gucken, wie weit sich die Bäume hier fortpflanzen. Ich habe keine Ahnung. Nein. Sicherlich nicht. Dann brauche ich immer noch Sand. Kann man hier eigentlich auch ausmachen, die Lampe? Nein. Schade. Deswegen ist das Schöne im Schlafzimmer oben. Redstone fertig. Warte mal kurz, ich habe doch jetzt was zum Auslegen. Wie sieht unser neuer Auslegmacher aus? Naja, hab schon Stärke gelacht. Viel stärker gelacht. Das werden wir bei den Kühen irgendwo verpflanzen. Dann gut, jetzt gehen wir erstmal schlafen. Nicht aus. Nacht. Das war ein anstrengender Showcase. Guten Morgen, liebe Freunde. Ich wache wie immer mal direkt neben dem Bett auf und habe im Showcase noch etwas vergessen, beziehungsweise etwas, was ich jetzt mit dem neuen Tag aufhebe. Ich habe Papier hier drin und Redstone und ein Alkahest. Ihr wisst nicht, was ein Alkahest ist? Googelt mal. Den Tagebau werde ich ein andermal weiterbauen. Apropos, was sagt eigentlich meine Aufgabenliste an? Außer, dass ich hier noch einen kleinen Turm im Wasser bauen werde irgendwo. Da vorne auf der Insel oder so, mal schauen. Tüdu, Schlafzimmer bauen, haben wir erledigt. Weg damit. Lagerraum, Lagerhaus müssen wir machen. Ressourcen beschaffen ist ein Dauerauftrag. Ackerbau sowieso. Da werden wir uns noch was einbauen, einfallen lassen. Ich will mal testen, ob man diese Baumwolldinger automatisch ernten kann mit Wasser oder nicht. Weil wenn die Pflanze stehen bleibt und sich bloß die Baumwolle aberntet, dann wäre das ideal. Aber ich glaube nicht dran. Garten anlegen. Kommt noch. Haus, Wände und Boden, ne, das ist ein Dauerauftrag. Räume dekorieren sowieso. Tiere horten, ja. Ausflug wäre nicht schlecht. Stattdessen werden wir jetzt aber mal Glas produzieren anscheinend. So, das klingt alles sehr gehetzt, oder? Dabei gehe ich es jetzt diesmal ruhig an. Von der Steinstraße habe ich auch noch nicht genug, aber die geht da langsam hinter. Achso, dann können wir uns kurz um die Bäume anschauen. Weil ich werde so größere Bäume hier produzieren, um einen Vorrat an Baumaterial, an Holz zu haben. Also für Werkzeuge und so ein Krempel und für Holzkohleherstellung. Wenn die Bäume letztlich in der Landschaft, könnt ihr euch vorstellen. Das ist mir hier nicht akzeptabel. Allerdings haben die den... Wachs doch mal endlich. Die haben den Vorteil... Wir grüßen den kleinen Tim. Wir haben der Baum explodiert. Die haben den Vorteil, dass ich jetzt hier wunderbar Zäune richtig einrichten kann und so. Ne? Also ich will ja auf... Zeigen wir nochmal die Karte. Nehmen wir so rum. Ich will ja hier auch mein Gelände ein bisschen abgrenzen, also nach vorne zu haben wir Wasser, das heißt wir werden hier eine Mauer, am besten so wie das Biom aufhört, wenn wir hier eine Mauer hinbauen. Und zwar innerhalb des Bioms, denn wenn lange wir drin sind, spawnt das dann auch da drin sonst. Wenn ich das hier hinbaue in Zaun, genau zwei Felder weiter, ne, ist das Faszinierende, dann baut sich das nicht mit auf, richtig. Wo, was war das? Warte mal ruhig hier, so. Das heißt, wir werden hier einen Zaun und hier einen Zaun und hier einen Zaun. Das heißt, Riesenbäume bis hier hinter oder so wäre nicht schlecht. Und dann hier. Und hier ist ja sowieso der Durchgang zum Netherportal. Da wäre ein Zaun ganz empfehlenswert. Vielleicht sogar eine Zugbrücke. Mal gucken. Weil wenn ich aus dem Netherportal rauskomme und dann folgen mir die Viecher aus dem Nether, weil ich sie angegriffen habe aus Versehen. Dann wäre ein Burggraben oder so wirklich nicht schlecht. Also die ursprüngliche Form, die sieht man hier nur noch kaum mehr. Ne? Aber man sieht von oben, es hat schon, macht schon was her. Das hier ist übrigens Redstone-Kreise, ne? Da ist Redstone-Schaltung wegen der Fackel. Mein Tagebau kommen wir später, zur Mine gehen wir gleich. Achso, wo wollen wir die bunten Bäume jetzt hin? Wir sind hier, ja, jetzt mal hier nach vorne ein paar Schritt gehen und dann mal gucken. Ja, nicht den Backpack, Mensch. Mach den eh hier für Sachen. Natürlich nicht unbedingt direkt neben die großen Bäume, das wäre etwas blöd. Weg da. Auch neue Bäume. Ein paar bunte. Hier ist übrigens ein kleiner ausgehobener Weg, den werden wir auch noch weiterbauen. Also wer noch nicht die Folge von Minecraft von Kronk guckt, den kann er sich ruhig anschauen. Es ist 1500 oder so, gibt es davon, glaube ich. Der ist ja eine gut gemerkte Ding. Das ist durchaus mal lohnenswert, das ist mal was komplett anderes. Es ist mir schurke und bescheuert, und aber ja, naja, ist halt Kronk. So, das war jetzt genug Werbung. Falls jemand fragt, ich habe das alles nie gesagt. Okay, so geht's natürlich auch.
Und da ist er schon gewachsen. Mein Lieber, schau dir mal, das ist ja ein Tempo hier. So. Zack. Nee, den nicht, aber egal. Den nehmen wir auch. Was weg ist, Problem. Das wollte ich. Also kriege ich das auch. So. Treppen werden jetzt nicht leicht. Aber gerade nichts dafür bei. Das Haus hier müssten wir auch mal abreißen, so langsam. Ich habe jetzt natürlich keinen Eimer dabei, nehme ich an. Das ist schlecht. Ist auch keiner. Aus dem Bartizieks kann man auch noch was machen, denke ich. Aber mal schauen. Orangen und Herbst. Ja, meinetwegen. Kann nie genug bunte Bäume haben. In der Nachbarschaft. Nein. Ich werde auch keine Eukalyptusbäume jetzt pflanzen und keine Herbstfichten setzen. Irgendwas ist mir egal. Fichten-Fichten-Dickicht. Au. Da gehe ich schon extra aus dem Home und dann passiert das trotzdem. Vielleicht sollte ich die doch nicht ganz so deutlich hinsetzen. Ah. Hat richtig was gefehlt. So. Guckt euch an, wie schnell ich hier laufen kann. Ich wollte jetzt gar nicht zum Tagebau, aber wir schauen uns trotzdem mal kurz an. Was werden wir hier machen noch? Keine Ahnung. Ein riesengroßes Loch in den Boden und dann mal schauen, was wir mit dem Loch anfangen. Das sind Tiger Woods, glaube ich. Oh, Lapis Lazuli, egal. Achso, ich bin die Setzlinge jetzt los. So, da wollte ich hin. Ich habe einen Apfel einstecken, wie schön. Stehen Truhen rum, die ich nicht brauche. Oh, eine Creeperblume. Hm. Und wie immer gehe ich ohne Holz in die Grube, wa? Na, diesmal nicht. Na, jetzt aber. Wieso sortiert ihr nicht einfach die Backpacks nach oben? Was ist das zu kotzen? So, hier geht's tief runter. Oh, da, 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 da. Okay. So, hier haben wir ein bisschen ausgebaut. Ich brauchte nämlich was von dem Marmorzeug. Hübsche Treppe. So. Hinten könnte man eine Monsterfalle bauen, so viel wie ich ausbaue. Aber. Hi. Wenn hier Monster an wären, wäre ich schon dreimal tot in der Zeit. Bis ich hier ankomme. Oh, was haben wir denn da drüben? Brauchen wir jetzt aber nicht. Au. Aber einen Weg nach drüben könnte ich gebrauchen. So, nehmen wir einfach Erde. Davon haben wir ja noch ein bisschen was als Vorrat. Und gibt es Obsidian, das mich nicht interessiert. Ihr seht das richtig links, da ist ein Höhlensystem, aber das ist ganz 3 Meter lang. Da habe ich unterwegs bessere gefunden. Da ich jetzt hier nicht 3 Stunden in Spinnleben gefangen sein möchte, noch so. Hi. Aus Sicherheitsgründen. Ein bisschen dunkel für euch, nehme ich an. Machen wir so. Oh, hier gibt es Marmor, Alter. Also das mit dem Marmorbauen macht sich nämlich gar nicht mal so schlecht, habe ich festgestellt. Und es sieht auch nach was aus. Aber ich habe keine Lust, jetzt große Höhlentouren oder Abbautouren zu machen mit euch. Zumindest nicht die nächsten 20 Minuten. Ne, jetzt nicht. Da würde uns auch noch was Besseres zu einfallen. Weil ich will ja da oben irgendwann mal weiterbauen, ne? Da unten geht's auch noch weiter. Zack. Geht so schneller. Was gibt's hier? Redstone, was gibt's hier? Nix. Viel Erde. Hm, ich könnte schwören, dass ich hier schon mal gewesen bin. Mein Gott, ich kenne mich mal alten Höhlensystem nicht mehr aus. Machen wir kurz Platz. Danke. Wo geht's hier lang? Nirgendwo. Ja, da. Ich brauche trotzdem ein bisschen Licht. Hi. Verdammt, das ist die Glowstone-Ressource und ich kann sie nicht ordentlich abfahren. So, ich würde sagen, hier war ich schon mal.
Oder hier stehen spontan Fackeln in der Landschaft. Das kann auch sein. Wo geht's hier lang? Immer nach unten. Komm, Leute, wohin führt's uns? Kommen wir zum Schauen. Weil noch haben wir ein paar Fackeln, also von daher. Und ich habe keine Ersatzkohle, dann wird's jetzt gleich kritisch. Weil hier unten stelle ich jetzt keine Holzkohle her. Blub, blub, blub. Hört ihr das? Das ist kein angenehmes Geräusch. Oh, hier könnte ich eine Schmelze herstellen. Oder zumindest sowas ähnliches. Nein, ich werde jetzt nicht Obsidianer bauen, habe ich in einer Klatsche. Ah, hier war ich schon mal, ganz klarer Fall. Die Treppe habe ich gebaut. Erinnere ich mich sogar daran. Beim ersten Mal bin ich auch schon so dämlich daneben gesprungen. So, wir müssen wieder nach oben. Und dafür geht es erstmal unten. Was denn sonst? Ich brauche ein paar Fahrstücke oder so. Und ich werde auf jeden Fall wieder ein Dimensionsportal herstellen, weil spätestens um hier runterzukommen, ist mir das etwas zu weit. Und vor allem, wenn ich dann wieder hoch will, werdet ihr gleich sehen, ist das etwas anstrengend. Habe ich mich verlaufen? Nein. Warum habe ich mich nicht verlaufen? Weil ich keinen Orientierungssinn habe. Ich laufe einfach nur drauf los. Und jetzt wisst ihr auch, warum ich hier ein Portal haben will, weil das ist irgendwie furchteinflößender hier, als runterzuklettern. Ihr wisst ja, wie das ist, ein Videospiel, wenn man sich vorstellt, man ist selber der Charakter, den man denkt, ne? Oh mein Gott, geht's da tief runter. Creeper. Also wenn ihr Monster anwärmt, würde mich das nicht überraschen. So, nochmal kurz den Tagebau angeschaut. Und dann wird es auch Zeit, dass ich mir mal einen Kaffee hole. Also zum Abbauen ist hier noch genug da, aber was fangen wir denn ganzen Quatsch an? Oh, was haben wir denn hier? Wann ist denn hier der Engels eingeschlagen? War das schon immer? Ich kann mich gerade nicht dran erinnern. Da jetzt drüber laufen, tut es weh, nehme ich an. Wahnsinn. Wieso fange ich kein Feuer? Ach, Feuerschutz, okay. Das ist keine Ahnung, warum. Ein Sonnenuntergang. Hm. Keine Ahnung, warum ich das jetzt gemacht habe, aber ich kann es. Eigentlich müssten wir uns auf den Weg machen, ein bisschen Wüste suchen, aber ich will noch ein Schienennetzwerk bauen, dann lässt der Reihe was. Ich schätze mal, den Sand baue ich jetzt einfach mal direkt vor meiner Haustür, sonst dauert das lang. Ja, erstmal wieder reinfallen. So macht man das. Wieso gibt es hier unten eigentlich keinen Sand? Ja, praktisch. Eine Sandmine oder so. Auf der anderen Seite, ich kann den Wasser einbauen. Vor der eigenen Haustür. Brauche ich vielleicht doch einen Turm schneller, als ich dachte. Ne, klar. Läuft sich wirklich schneller drauf. Aber die Produktion ist toll auf einem komischen Gesetz. Ah. So, was müssen wir denn eigentlich wegschaffen? Die Federn. Na. Zielen wir gelernt sein. Futter brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Die Diamanten kommen hier rüber. Zu den anderen 12 Millionen. Steine waren hier oben irgendwo. Jawoll. Holz war auch hier, das verarbeitete. Bis zu mehr. Setzlinge war ja nicht. Dankeschön. Und die Pfeile von oben mit rein. Da haben wir ja langsam ein paar. Ein paar Quiver. Und so auch immer. Natürlich die Erde zuerst. Wollt ihr mich eigentlich? Die Erde können wir hier nicht mehr reinschöpfen. Okay. Ich habe zu viel Erde. Was soll's? Wir gehen schlafen und dann bauen wir morgen ein bisschen Sand ab.